So, Leute. Im Clip davor habt ihr ja gesehen, dass ich eine Box aus meinem Keller geholt habe. Weil ihr habt ja die Nachrichten gesehen, wo ich dann Nachrichten bekommen habe und dann da gestanden ist, dass ich in den Keller gehen soll, dass was liegt für mich. Und das habe ich geholt, wie ihr gerade vorher gesehen habt. Und das werden wir gemeinsam auspacken. Das ist so ein Das ist auf jeden Fall ein Amazon-Paket und das öffnen wir einfach mal gemeinsam. Okay, ich hole mal das erste raus. Also, das erste, was wir hier haben, ist eine Fotokarte. Das ist doch so ein Bild von einem Monitor, oder nicht? Also, es ist ein Polaroid-Bild. Das sind ja so Bilder, die was sofort entstehen. Und irgendwas ist da oben, seht ihr das? Ich mach mal, ohne Licht seht ihr es halt gar nicht. Aber hier. Das sind so, ich weiß nicht, das könnten so vom PC oder Laptop sicher. Das könnte so dieses Google und so sein. Auf jeden Fall, das ist das erste, was wir gefunden haben. Dann, ich greife nochmal hinein. Ein Handy mit einem Zettel. Das ist ein. Das ist extremst dreckig. Aber es ist ein iPhone 6. Und extremst dreckig. Und wir hatten hier so eine Notiz kleben. Und hier steht. Ja. Überlege es dir zweimal, ob du dieses Handy entsperren möchtest. Wieso sollte ich es nicht entsperren wollen? Es wirkt nicht mal so, als ob es überhaupt gehen würde. Ne. Ich schau mal, ich habe hier noch ein iPhone-Ladekabel zu Hause. Ich schau mal, ob ich das anbekomme. Und dann schauen wir einfach mal, was drauf ist, Leute. Weil das ist alles schon extrem weird. Zuerst dieses Foto. Dann das Handy. Und jetzt mit dieser Nachricht. Nein, egal. Wir haben hier auch so ganz kleine Schrauben, so extremst ganz kleine Schrauben. Das hat alles doch gar keinen Zusammenhang. Ein iPhone 6, dann dieses Überleg ist die Zeit, ob du dieses Handy entsperren möchtest, das auch nicht mal mehr geht, das Handy. Dann eine Polaroid-Karte und Schrauben. Und als letztes haben wir das hier. Also, wir haben hier einen mit Kunstblut, wie man unschwer kennen kann, mit Kunstblut verschmierten Schraubenzieher. Ekelhaft. Und hier haben wir auch ein
Taschentuch mit Blut oder so. Es kann ja kein Blut sein, weil wenn Blut älter ist, wissen wir alle, dass wenn Blut älter ist, dann wird Blut braun. Und das ist halt nicht der Fall. Dann haben wir hier solche ganz kleinen Zettel, um die ich mich gleich kümmere. Aber wir haben hier noch ein Polaroid-Bild. Was auch immer das sein soll, Leute. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das ist. Jetzt haben wir hier Zettel. Ich mache das lieber vor Cam auf. Also. Hier steht, ich sehe dich. Ganz ehrlich, wer soll mich sehen? Wer soll das denn sein? Wer legt das denn bitte vor meinen, wie ihr gerade, nämlich vorher, wie ihr vorher gesehen habt, das lag vor meiner Kellertür. Ich sehe dich, okay. Du siehst mich, wer bist du denn, der was mich sieht? Hier haben wir, der erste Hinweis befindet sich hier. Okay. Und dann haben wir noch das hier. Mit einem P drinnen kleben. Okay. Mich lieben Kinder. Ich kann groß, aber auch klein sein. Manche lieben meinen Sand, andere meine Wippe. Was bin ich? Und da sind solche Teile rausgeflogen. Nee, nur die Teile sind rausgeflogen, weil was anderes ist da nicht mehr drinnen. Okay. Schauen wir mal. Also S oder so rum ist eigentlich E. So S, P, E, E, L. Ein Spiel. Ein Spiegel? Mich lieben Kinder. Ich kann groß, aber auch klein sein. Manche lieben meinen Sand, andere meine Wippe. Was bin ich? Spiel. Manche lieben meinen Sand, andere meine Wippe. Naja, Sand ist ja meistens nur ein Spielplatz und genauso eine Wippe. Das heißt ja eigentlich, dass der nächste Hinweis nur an einem Spielplatz sein kann. Oder Leute, was meint ihr? Zumindest wäre das, was ich mir erklären könnte. Weil manche lieben meinen Sand, andere meine Wippe. Was soll das denn sonst sein? Das heißt, es ist der Spielplatz. Aber was soll sich am Spielplatz befinden? Wisst ihr was, Leute? Ich check's einfach aus und zeige euch, was sich dort befindet.